Ab welchem Alter sollten Kinder eigentlich allein im Bett einschlafen? Ich verrate euch mal was. Meine zwei Jungs sind jetzt 6 und 9 und schlafen beide noch nicht allein ein. Für viele ist das die absolute Katastrophe, aber tatsächlich ist das eher kulturell bedingt. In anderen Kulturen wie in Japan, Indien oder in der Mongolei war es lange weit verbreitet, dass Kinder sogar bis ins Vorschulalter noch im Familienbett geschlafen haben. Hier in Deutschland wird man schon schräg angeschaut, wenn das Baby mit 6 Monaten noch nicht im eigenen Zimmer schläft. Und das mag ja auch für manche Kinder funktionieren, aber andere Kinder haben einfach ein sehr starkes Nähebedürfnis. Und warum sollte man ihnen das abtrainieren? Ich schlafe doch selbst auch total schlecht, wenn ich mal unterwegs bin und meinen Mann nicht neben mir spüre. Aber diese kleinen Menschen, die noch total auf uns angewiesen sind, die sollen mal schön alleine schlafen? Nee, deshalb gönne ich die Einschlafbegleitung meinen Jungs von ganzem Herzen. Die werden eh früh genug so alt sein, dass die keine Lust mehr haben, mit Mama und Papa zu kuscheln. Und solange, bis sie dann vielleicht irgendwann mal ihre erste Freundin haben, müssen Jungs heutzutage eine ganze Weile ohne körperliche Nähe auskommen. Und wenn ich mir mal anschaue, wie verkuschelt mein Mann ist, frage ich mich echt oft, wie der überhaupt seine ganze Teenagerzeit damals ausgehalten hat. Also nein, Kinder müssen nicht so schnell wie möglich alleine einschlafen können. Geben wir lieber so lang wie möglich die Nähe, die sie brauchen. Ich glaube, unsere Gesellschaft könnte mehr Menschen mit einem aufgefüllten Liebestank momentan sehr gut gebrauchen.